Gut, wir kommen zum nächsten Talk, zu dem letzten heute Abend hier in im ZKM, auf dieser Bühne. Wir hatten vorhin von Florian diverse Geschichten über Reverse Engineering gehört. Und ich denke, die meisten von euch kennen ja IDA Pro oder IDA, und das Binary Ninja ist ein Konkurrenzprodukt. Und es geht um die Entwicklung von Plugins und wie man damit umgeht. Und ja, Benedikt macht das privat und beruflich und wird euch darüber einige Dinge erzählen. Habt Spaß. Hi. One question up front. Does anybody want to hear this talk in English? Raise hands now. Otherwise, I'm going to speak in German. Perfect. Okay. Hi. So, ich bin Benedikt. Ich habe mit einem Kumpel darüber geredet, dass ich immer noch Infosec mache. Der macht schon längst wieder ganz viele andere Sachen und hat mich so ein bisschen belächelt und hat gesagt, eigentlich mache ich ja jetzt mein ganzes Leben nur Memcopy. Das stimmt, aber ich fühle mich nicht gelangweilt. Ansonsten kletter ich und mache Musik, und dieser Talk, wenn ich irgendwas sage, das ist alles meine private Meinung, das spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers wider, hoffentlich nicht. So, Binary Ninja. Ich hasse das immer bei Vorträgen, wenn man sich melden muss, aber jetzt kann ich ja mal euch sich melden lassen. Also, wer kennt hier Binary Ninja? Okay. Und wer hat eine Lizenz von Binary Ninja? Okay, ja, vielleicht danach ein paar mehr. Binary Ninja, also das ist, wie schon gesagt, ein Konkurrenzprodukt zu IDA, ein Reversing-Tool. Das ist Cross-Plattform, das funktioniert eigentlich auf Linux, OS X und Windows überall gleich gut. Die Architekturen, die unterstützt werden, ist halt x86, na klar, ARM, MIPS, und man kann das aber auch, man kann selber quasi CPU-Extensions für Binary Ninja schreiben und dann auch irgendwie andere Architekturen unterstützen, aber von Haus aus sind es mal die drei zumindest. Es hat eine Intermediate Language, was wir in dem Vortrag schon mal gehört haben, schon integriert, beziehungsweise sogar mehrere, momentan Low und Medium und okay, irgendwas mit dem Mikrofon, das geht manchmal aus, und vielleicht haben sie bald noch eine High Intermediate Language, aber bisher sind es nur die zwei. Normalerweise läuft das im GUI-Modus. Wenn man eine Personal License hat, ist das immer so. Wenn man eine Commercial License hat, die ein bisschen teurer ist, dann kann man das auch im Headless-Mode laufen lassen und komplett skripten über Python. Und es ist viel billiger als IDA, was für mich auf jeden Fall ein Grund war, wenn man sich das irgendwie privat kauft. Ich glaube, bis vor ein paar Monaten hat die private Lizenz irgendwie 100 Euro rumgekostet. Jetzt kostet, glaube ich, 160. Na, wenn man das mit den paar tausend Euro IDA vergleicht, das ist immer noch ziemlich günstig, und die Commercial, weiß ich gerade gar nicht, was die kostet. Und was Binary Ninja, finde ich, richtig cool macht, ist, dass es eine sehr gute Python-API hat, wo man Plugins für schreiben kann, und deswegen auch dieser Vortrag. Ich habe da vor ein paar Monaten schon angefangen, mal so ein bisschen mit zu spielen und Plugins zu schreiben, aber irgendwie fehlte mir so ein bisschen ein Tutorial, und es gibt sehr viele Blogposts darüber, also wenn ihr Binary Ninja Blog googelt, dann findet ihr einen Haufen Blogposts, wo Leute CTF-Challenges damit lösen oder diverse andere Sachen machen, aber es fehlt so ein bisschen, wie stelle ich jetzt das mit der API an und wie stelle ich das mit der API an, und ich versuche das mit dem Vortrag jetzt zu machen. Ich stelle das auch später, die Codeschnipsel, auf GitHub, und dann kann man da einfach copy und pasten, wenn man sich was zusammenbauen möchte. Okay, die API, die findet ihr, die ist dokumentiert, also die offizielle Binary Ninja API, ist api.binary.ninja. Der Issue Tracker, und wo man so ein bisschen gucken kann, wie das Ding sich gerade entwickelt, ist auf GitHub von Vector35, das ist die Firma, die Binary Ninja macht, Binary Ninja API. Und der letzte Link ist eine Sammlung von Community Plugins, die es dafür schon gibt, da zeige ich nachher vielleicht auch noch ein paar.
Das ist einfach nur für später als Referenz, wo man die Plugins, wenn man sie hat, hinschiebt. Binary Ninja hat auch so einen Plugin-Manager, aber der ist noch nicht offiziell in der UI und bisher ist es einfach so, man geht in eins von diesen Verzeichnissen, je nachdem auf welcher Plattform man ist, macht einen Git-Clone von dem Plugin, was man haben möchte und danach ist das irgendwie dann geladen, wenn man Binary Ninja neu startet. genau, ich habe hier noch so einen kleinen Trick irgendwie, wie man so ein, ja, ich zeige es am besten einfach mal. Also wenn man Binary Ninja aufmacht, ist er nicht auf, okay. Hey, genau. So, dann ist das erstmal ziemlich unspektakulär. Ich lade jetzt einfach mal irgendeinen Pfeil rein. Man hat halt hier so ein Ding und man kriegt so Graphen wie bei IDA. Man kann da durchscrollen. Und wenn ich jetzt was entwickeln möchte, Plugin-mäßig, da habe ich hier unten halt so eine Python-Shell und wenn ich jetzt irgendwas reintippe, dann kriege ich irgendwie was auch zurück. Ist ja schön und gut, aber wenn ich jetzt, wenn man jetzt Python-Shells gewöhnt ist, so IPython oder sowas, drücke ich Tab, passiert hier genau gar nichts. Und das ist natürlich ziemlich hässlich, wenn ich mich noch nicht so gut auskenne mit dem, mit den ganzen Objekten und ich komme da nicht wirklich weit. Und was es halt gibt, ist dieses ePDB, das ist, macht eigentlich nur einen Telnet-Port auf, mit dem man sich, auf dem man sich mit einer anderen Python-Shell drauf connecten kann. Und dann hat man sowas wie History und Tab-Completion. Das kann ich jetzt einfach mal zeigen. Irgendwo hier habe ich das drin. Das muss man über pip, muss man halt ePDB installieren. Dann ruft man hier ePDB-Surf auf, dann macht das einen Port 8080 auf. Und jetzt kann ich hier einfach eine IPython-Shell machen. Import ePDB, ePDB connect. So, und jetzt bin ich in meinem Binary Ninja drin und habe dann gleich auch so, sowas wie Tab Completion für bestimmte Objekte. Da komme ich gleich noch drauf. Aber wenn ihr irgendwie entwickelt, könnt ihr das benutzen. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Auf Windows tut es leider noch nicht funktionieren. Das wollte ich noch portieren, aber aus Gründen ist das für den Vortrag noch nicht fertig geworden. Kommt aber noch. API Basics. Also es gibt das Here-Command, das habt ihr schon gesehen, es gibt einfach die Adresse zurück, wo wir gerade sind. Also wenn wir jetzt hier an die Adresse gehen und ich gebe hier ein. Oh, das ist jetzt hier die Ansicht gewechselt. Keine Ahnung, welcher Shortcut das macht, weil ich benutze nur die API. So. Gucken wir mal. Hey, ah, der will nicht, weil der surft ja hier. Zumachen. So, jetzt dürfte ich hier, glaube ich. Na, ich kann gerade nichts reinschreiben wegen diesem Ding. Ich mach's halt hier. Ja, jetzt geht das wieder nicht. Der Socket zu. Ja, es ist ein bisschen hacky, aber es ist, macht immer noch besser als diese. Als die Scheiße sonst. Okay. So. Jetzt sind wir hier wieder. Genau, und wenn ich das ganze Hex ausgebe. Dann, genau, hier ist gerade halt der Cursor. So, das sind einfach die Basics, wie ich da dran komme. Ein zentraler Bestandteil von dieser ganzen Python-API sind die sogenannten Binary Views. Und zwar alles, was ihr in dem Binary Ninja quasi öffnet, das wird in so ein Binary View reingeladen. Und da seht ihr auch schon, da ist jetzt irgendwie, steht hier drin 11 für einen 11-Binary und Open und einfach der Part von dem Binary, was da aufgemacht wird. Und da könnt ihr aber auch PI-Files für Windows nehmen oder Macho-Files und die landen in so einem Binary-View. Und von, ausgehend von diesem Binary-View könnt ihr dann quasi alles Mögliche in dem, mit der Binary-Ninja-API auf diesem Binary machen. Zum Beispiel gibt es jetzt hier einfach Binary-View.sections, dann seht ihr hier die ganzen 11 Sections in der Liste. Wenn ihr dann quasi über den Array-Zugriff den Namen nehmt von dieser Section, dann seht ihr, wo die reingemappt ist, mit der Startadresse, Endadresse, das könnt ihr auch schön objektorientiert mit Punkt Start, Punkt End, kriegt man die ganzen Adressen raus. Und genau, zum Beispiel Symbole kriegt man ganz einfach über die Binary View Symbols, dann gibt es halt Get Symbol Add, für eine, wenn man eine Adresse hat und wissen möchte, was für ein Symbol da ist, oder wenn man einfach nur einen Namen vom Symbol hat, dann kann man das mit Get Symbol by Raw Name sich holen. Und dann gibt es das BinaryView.arg. Das ist dann jedes Mal anders, je nachdem, was ihr für ein Binary reinladet. Also da seht ihr jetzt zum Beispiel, ich hatte dafür das Beispiel ein 64-Bit X86-File reingeladen.
die Endianness ist Little Endian, die Adresse ist 8 Byte. Also das ändert sich dann je nachdem, was ihr da reinladet. Das ist ganz cool, weil dann könnt ihr eure Plugins, wenn ihr die schreibt, relativ generell halten und könnt die Spezifika für einzelne CPUs halt darüber abfragen. Ihr kriegt auch die Calling Conventions, ihr bekommt halt raus, welche Argumente zum Beispiel hier am Schluss bei der CSV Calling Convention, in welchen Registern bei x86-64-Bit die Argumente übergeben werden und wo zum Beispiel das Rückgaberesultat nach einem Function Call, in welchem Register das steht. Solche Sachen stehen da dann drin. Disassembly und Assembly könnt ihr auch direkt über das Binary View machen. Das ist dann auch von je nachdem, was ihr da für eine Architektur habt, wird das dann halt alles automatisch unter der Haube gehandelt. Ich glaube, da ist auch Capstone drunter. So, Functions bekommt ihr über .functions. Ihr könnt, wenn ihr eine Adresse habt, nicht wisst, zu welcher Function das gehört, macht ihr Functions Containing, die Adresse, dann kriegt ihr das raus. Und wenn ihr so ein Function-Objekt habt, geht es über .name, könnt ihr den Namen von der Funktion rauskriegen, .was, welche Variablen das Ding bekommt. Da seht ihr auch schon, da steht jetzt in dem Falle schon Void drin. Das Binary Ninja versucht eine Typrekonstruierung zu machen für die Funktionen, also ob das ein Integer ist oder ob das ein Pointer ist oder was auch immer, versucht er halt zu rekonstruieren, das steht dann da schon dabei. Und wie ihr das macht, da kommen wir später noch drauf, das geht dann über die Intermediate Languages. Dann kriegt man darüber auch die Basic Blocks. Und genau, es gibt eigentlich immer so coole Operatoren, die Iteratoren, die habe ich jetzt am Schluss drauf. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über alle Functions iterieren will, mache ich einfach for Function in Binary View Functions und dann kann ich darüber iterieren, kriege halt die ganzen Function-Objekte. Kommentare kann ich auch machen, dann kann ich quasi, da gibt es auch Plugins, die machen dann hier rechts, also ich kann jetzt einmal hier in die GUI reinmachen, Enter Comment, bla. Und dann steht halt hier wie bei IDA rechts ein Kommentar dran und das kann ich auch über die API machen, indem ich einfach die Adresse sage, in dem Fall ist es jetzt hier Function Start und Begin of Function tue ich das den Kommentar hinschreiben und dann sehe ich das auch später in der GUI. Und Comments ist einfach wieder die Sammlung von Kommentaren für die Funktion. Basic Blocks, was da ganz cool ist, ist, also wenn man ein einzelnes Basic Block Element hat, das geht auch hier über die Function, also ich habe eine Function-Objekt F0 und da sage ich Punkt Basic Blocks und dann habe ich halt ein Array von Basic Blocks. Da habe ich jetzt einfach mal eins rausgeholt, das B2 genannt, zweite Basic Block und was man halt sieht ist, Outgoing Edges, Incoming Edges, da hat man dann im Prinzip schon die Sachen drinne, wie das in dem Graph aussieht. Das heißt, man kann ganz cool durch den Basic Block Graph durch navigieren, auch über die API. Und da stehen auch schon jetzt noch so ein paar Metainformationen drin, zum Beispiel, dass es in einen Unconditional Branch reingeht und dass es aus einem False Branch kommt und solche Sachen. Und genau, was man auch natürlich noch machen kann, ist das automatisch einfärben. Also jeder, der schon mal IDA-Plugins geschrieben hat, weiß, dass das eigentlich ganz hilfreich ist, dass man so einen Basic-Block eine andere Farbe gibt, wenn da irgendwas Wichtiges drin ist, dass wenn man so einen riesengroßen Graph hat, der einem sofort ins Auge sticht, ha, da ist irgendwie was, was ich mir genauer anschauen sollte. Und genau, hier unten sieht man eigentlich auch wieder nur, dass man darüber iterieren kann. Dann bekomme ich über den Basic Block natürlich auch den Disassembly nochmal raus, über dieses Disassembly Text. Das ist auch tokenisiert, also wenn ich quasi einfach nur über den Standard Disassembly irgendwelche Abfragen machen will, dann kann ich natürlich auch einfach diese Strings nehmen und sagen, ist das jetzt ein Push oder was auch immer. Das geht aber auch schöner, da komme ich dann gleich dazu. Und man kann auch einzelne Instructions highlighten, nicht nur Basic Blocks, sondern auch einzelne Instructions in dem Basic Block oder wo auch immer. Und genau. Da habe ich jetzt nochmal eine andere Syntax gezeigt, also man kann Standardfarben nehmen, so ein bisschen wie bei HTML, hier Blue Highlight Color, ist einfach so eine Standardfarbe oder ich gebe halt selber Rot, Blau, Grün an und kann mir meine eigenen Farben mischen, wenn ich irgendwie eine künstlerische Phase habe. Genau, Cross-References kriegt man über GetCodeRefs und da wirft man im Prinzip auch einfach eine Adresse rein, da oben habe ich jetzt einfach mal gesagt, hier, gib mir mal die Adresse von Strcopy, und zeig mir mal alle Funktionen an, die das irgendwie referenzieren. Und da sehe ich jetzt hier unten dann, genau, also es sind mehrere gefunden worden und ich habe halt einfach immer exemplarisch einen rausgenommen und geguckt, wie die heißt.
Genau, jetzt der coole, spannende Teil, die Intermediate Languages. Also Binary Ninja benutzt eigene Intermediate Languages. Sie haben nicht irgendwie was schon Bestehendes genommen und die Gründe, die sie dafür anführen, ist, sie wollten halt was, was man auch selber lesen kann. Also die meisten Intermediate Languages, die es so gibt, die sind dann für den Computer ganz hilfreich, aber wenn man die selber liest, dann muss man eigentlich noch einen zusätzlichen Assembler-Dialekt lernen. Die haben das versucht, möglichst menschenlesbar auch zu lassen, aber gleichzeitig für den Computer auch verstehbar. Das geht auch in eine Single Assignment Notation rein, damit sie dann gut bei verschiedenen Instructions die ganzen Seiteneffekte auflösen können. Und genau, es muss einfach sein, das in eine andere Intermediate Language zu übersetzen. Der Grund dafür ist, dass sie sich dafür entschieden haben, selber mehrere zu machen. Also wie am Anfang schon mal erwähnt, es gibt Low und Medium und später wahrscheinlich sogar noch High. Und zwischen denen soll es möglichst einfach sein, auch zu übersetzen. Und es soll natürlich auch möglichst einfach sein, aus einem bestehenden Assembler in diese Intermediate Language rein zu übersetzen. Genau, fangen wir mit der Low Intermediate Language an. Die ist noch ziemlich nah am eigentlichen Assembler, eliminiert aber schon die Seiteneffekte von einzelnen Instructions. Was heißt, wenn ich eine einzelne Assembler-Instruction habe, die Seiteneffekte hat, dann habe ich danach mehrere Low-Level Intermediate Language Instructions. Und NOPs werden eliminiert. Jetzt mal ein kurzes Beispiel. Hier oben sehen wir einfach einen klassischen x86 64-Bit-Assembler und hier unten ist das gleiche in dem Low-Level-Assembler. Man sieht, was sich zum Beispiel ändert, ist das Push. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Funktionsaufruf hier mit den Klammern. Zuweisungen hier oben, da sieht man ja MOV, Stackpointer in Basepointer und hier unten sieht man einfach Basepointer gleich Stackpointer. Das ist einfach nur so ein bisschen syntaktischer Sugar, aber dadurch wird es halt deutlich einfacher zu lesen, ohne dass man jetzt genau wissen muss, was die Instruktionen da oben bedeuten. Dann hier unten wird es ein bisschen komplizierter, da wird an den Speicherbereich was geschrieben, da steht dann am Ende Punkt D dahinter, das heißt einfach, dass es ein Double Word ist, das sieht man hier oben auch, und Punkt Q für ein Quad Word. Sieht so ein bisschen am Anfang ein bisschen kryptisch aus, aber man gewöhnt sich eigentlich schnell dran. Und genau, dann sieht man hier unten noch, dass ein Call auch einfach mit einer Klammer gemacht wird, wie es halt bei C der Fall ist. Und was man jetzt aber hier nicht sieht ist, das zeige ich dann im Binary Ninja selbst. Warum ist der denn schon wieder zu? Na komm. Bisschen fändig aufgemacht. Ist doch wurscht. Das einfach mal weg. So. Lädt ja zum Glück schnell. Ist nicht so, so ein Riesending wie das IDA. Ich kann jetzt einfach hier unten bei Options umstellen auf Low-Level Intermediate Language und wenn ich jetzt hier irgendwie mit der Maus drüber gehe, dann sehe ich hier, wo sehe ich es nicht, machen wir mal hier, benutze ich schon mal ein Plugin, Explain Instruction, und was man zum Beispiel sieht ist, der generiert da schon, noch ein bisschen mehr raus unter der Haube, was man irgendwie jetzt in dieser einfachen Umstellung von den Variablen nicht sieht. Flixt. Zum Beispiel hier sieht man jetzt, sagt schon, auf welchen Stack Offset das hin zurückgeht. Genau, wo waren das? Irgendwo hat man da noch mehr gesehen. Ich finde es gerade nicht. Na gut, okay. Aber unter der Haube passiert da noch ein bisschen mehr. Das sieht man dann auch, wenn wir eine Slide weitergehen. Wie arbeiten wir jetzt damit in der API? Also einmal, was man sehen kann, ist, das löst dann einem schon auch auf, der weiß dann schon genau, welche Register von bestimmten Instructions überschrieben werden. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, in der Function 1, welche diese Instruction 7, das ist ein Call, da sieht man, alle diese Register, die hier stehen, werden irgendwie vom Call quasi verändert und sind danach nicht mehr wie vor dem Call. Dann kann man ganz gleich wie bei den Basic Blocks einfach über einen Array auf die einzelnen Instructions draufgehen. Und jetzt fängt eigentlich der ganze Spaß erst an. Jede Low-Level-Instruction hat eine sogenannte Operation, das ist ein Enum, und da gibt es halt verschiedene Typen, zum Beispiel hier SetRegister für dieses Ding. Und diese Dinge sind halt mega hilfreich, wenn ich da automatisch drüber iteriere später und gesagt, mich interessieren alle möglichen Variablen zu weisen, dann filtere ich einfach nach diesem Ding und alle anderen Operations brauche ich mir erstmal gar nicht anzugucken. Dann ist hier unten noch gezeigt, wie man quasi aus einem normalen Assembler
Bytecode direkt den Low-Level-Code generieren kann, falls das Binary Ninja nicht schon getan hat. Also wenn man jetzt irgendwie einfach mal sagt, oh, wie diese Bytes habe ich jetzt in einem Shellcode gefunden, wie sieht denn das in der Low-Level-Intermediate-Language aus, kann man das mit diesem Get-Low-Level-From-Bytes-Call machen und iterieren kann man da auch drüber dann. Ja. Und genau, jede Instruction hat Operands, also halt Operanden. Da gibt es dann meistens auch noch eine Source und Destination. Und die Operanden haben dann auch wieder Typen und dann kann ich dann wieder gucken, ist das ein Register, wo das hingeschrieben wird oder gelesen wird, ist das ein Speicherbereich, wo das hingeschrieben wird. Und was auch schon dazu kommt, ist, das wollte ich nämlich gerade eigentlich zeigen in der UI, aber das hat es irgendwie nicht gezeigt. Manchmal, ich weiß nicht, wo das dann drin steht. Auf jeden Fall, was er schon macht, ist, er versucht den Typ rauszufinden und dementsprechend, was für ein Typ das ist, versucht er auch zu sagen, was für Werte diese das Register oder der Speicherbereich überhaupt annehmen kann. Also wenn das jetzt hier ein Int ist, wie in diesem Fall ein unsigned Int, dann kann es halt von 0 bis FFFFF gehen. Und wenn er aber merkt, da sind jetzt Instructions beteiligt, die nur auf Bytegröße agieren, dann schrumpft das natürlich dementsprechend. Hier habe ich einfach mal so ein paar Typen, die es gibt, aufgezählt. Es gibt den Call, es gibt die Compares für alle möglichen Sachen, Unsigned Compares, Signed Compares, Equal, Non-Equal, Greater, Lower, whatever, alles, Push und Pop. Gibt es eine riesengroße Liste, wenn man diesen Link hier anklickt, dann kann man sich die ganze Liste anschauen. Genau, dann gibt es die zweite Stufe quasi, diese Medium-Level-Intermediate-Language. Die tut gleichzeitig noch hinzufügen, was alles auf dem Stack passiert. Also da wird das alles noch in so semantische Informationen gepackt. Und die Typen werden auch nochmal stärker durchdefiniert. Und genau, hier sehe ich auch, ich kann den Typen abfragen. Und in dem Fall ist es sich genau 0% sicher, dass es ein 32-Bit-Wert ist, warum auch immer das 0% ist. Eigentlich sollte es klar sein, weil das Register ist halt nur mal 32-Bit groß, aber gut. Manchmal ist das noch nicht so ganz ausgereift, aber man kann damit schon arbeiten. Da gibt es dann auch wieder Typen, das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie die Low-Level-Intermediate-Language, gibt genau wieder so eine riesengroße Liste, aber darüber hinaus gibt es halt noch ein paar mehr Sachen. Und ich zeige jetzt einfach nochmal im Binary Ninja, wie sich das ganze Ding verändert, wenn ich hier von Low-Level-Intermediate-Language umstelle auf Medium-Level, da sieht man schon, das schrumpft deutlich zusammen. Ich kriege jetzt hier vor jedem Ding irgendwie auch einen Typ, also da sehe ich jetzt hier Charpointer ist das ganze Ding. Was sieht man noch? Hier, oh, was, warum stürzt es dauernd ab? Irgendwas ist hier, ich habe das heute aufgesetzt, keine Ahnung, normalerweise stürzt das nicht ab. Schlecht sowas jetzt zu sagen, müsst ihr mir einfach glauben, ich weiß nicht, was das Problem ist. Kann das jetzt hier nicht debuggen. So, was man noch sieht, ist hier Function Call, da kommen halt die Argumente rein. Das wird dann auch schon so eingerückt, also es liest sich schon fast so ein bisschen C-mäßig, könnte man sagen. Und genau. Eigentlich, immer wenn ich irgendwie Binary Ninja benutze in der UI, stelle ich irgendwie auf die Intermediate Language um und lese das erstmal so, weil es ist halt deutlich schmaler. Und was man jetzt hier auch nicht sieht, ist, wenn ich verschiedene Architekturen oder zum Beispiel Intel 32-64-Bit habe, das sieht dann in dem Mediate-Intermediate-Language-Ding ziemlich ähnlich aus, auch wenn die Assembler-Instructions deutliche Unterschiede haben. Oder auch von ARM zu x86. Der Graph sieht ziemlich gleich aus, ist klar, weil es das Gleiche tut, aber in dieser Intermediate-Language liest sich das dann ziemlich gleich am Ende. Okay, Background-Tasks kann man machen in seinen Plugins. Das habe ich auch irgendwie durch Zufall rausgefunden, indem ich Code von anderen Plugins angeschaut habe. War für mich nicht so offensichtlich dokumentiert. Da kann ich einfach eine Klasse instanzieren, die halt so ein Binary-View bekommt als Argument und von der Background-Task-Red-Klasse erbt und dann läuft das Ganze irgendwie im Hintergrund und man kann hier noch sagen, was im Progress-Bar stehen soll und so weiter. So, jetzt will ich ein Plugin schreiben. Wie funktioniert das? Also ich habe ja am Anfang schon dieses Plugins-Verzeichnis gezeigt. Da lege ich eigentlich zwei Sachen rein. Einmal ein Plugin-JSON, da ist so ein bisschen Meta-Information drin. Wer ist der Autor? Was für eine Lizenz? Was tut das ganze Ding? Und dann das zweite, was ich irgendwie reintut, ist eigentlich ein Init-Py. Und das ist dann eigentlich schon der Code. Und hier unten sieht man, was man machen kann. Also ich kann ein Plugin registrieren, was halt einfach auf einen Knopf ausgeführt wird, auf eine Binary View. Oder ich kann halt sagen, es soll
da ausgeführt werden, wo gerade der Cursor was hat, also wo der gerade hin zeigt. Und dann muss ich einfach hier oben Funktionen implementieren, die eine Binary View bekommen oder im zweiten Fall halt eine Adresse noch zusätzlich und dann kann ich damit schöne Dinge tun. Und konkret sieht das eigentlich ja dann so aus, wenn ich hier im Binary Ninja drinne bin, dann sind hier bei Tools meine ganzen Plugins oder per rechter Maustaste hier drinne und dann kann ich hier irgendwie sagen, ja, mach mal irgendwas. So. UI kann man ein bisschen spielen, also was man hier machen kann ist, man kann so Choice Fields und sowas generieren, also wenn man möchte, dass das Plugin noch irgendwie konfigurierbar ist in der UI, dann kann man das mit diesen Feldern tun oder eine Message Box bauen. Genau. Und dann wird es da irgendwie angezeigt und man kann sich da schön durchklicken. Da gibt es noch andere Selektoren, also wenn ich irgendeine File aufmachen möchte oder wenn ich einfach ein Freitextfeld möchte oder sowas, da gibt es ja verschiedene Sachen. Das ist alles irgendwie hier auf dieser Seite dokumentiert. Ist aber eigentlich relativ simpel dann. Genau, jetzt wollte ich mal noch ein kurzes Beispiel zeigen, wie setze ich das Ganze denn praktisch ein und ich finde, ich habe ein Dangerous Functions Plugin gebaut, weil das finde ich ist so das Hello World für eine Reversing API. Und zwar geht es eigentlich darum, Strokopy zu finden und alle Funktionen zu zeigen, die das irgendwie aufrufen, damit man da halt guckt, ob es Buffer Overflows gibt. Völlig klassisch, einer für LF1. So. Wie schaut das Ganze jetzt aus? So, Plugins, da ist das bin ja dangerous. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer, weil ihr wollt ja vielleicht lesen. So, jetzt wie schon gesagt, ich habe hier einmal so ein Plugin-JSON, da ist einfach nur unspannende Meta-Informationen drin. Aber wenn ihr wollt zum Beispiel, dass euer Plugin auf der Community-Seite gelistet wird, dann solltet ihr das schön auswählen, weil da steht es dann alles drauf. dann habe ich einmal hier so ein bisschen Widget-Code, den habe ich mir geklaut von irgendeinem anderen Plugin. Defunct von Knob Developments. Vielen lieben Dank für diesen coolen Trick. Damit kann man irgendwie über Qt, also die ganze GUI von Binary Ninja ist in Qt, damit kann man in der Qt quasi seine Resultate schön in eine Tabelle anzeigen und sowas. So, aber jetzt der eigentlich spannende Teil ist der Init-Code hier. So, Dangerous Functions, vielleicht. Das kann man hoffentlich lesen. Gehen wir erstmal ganz zum Schluss. Also erstmal registriere ich das Ding hier. Ich registriere zwei Sachen und zwar einmal for function und einmal, das habe ich vergessen, in die Liste mit aufzunehmen. Ich kann natürlich auch nicht nur register for address, sondern auch for function machen. Also dann wird die aktuelle Funktion noch mit rein übergeben und dann hier register. Das eine ist halt, finde mir alle dangerous functions und zeig die mir in der Tabelle an. Und das zweite ist, wenn ich jetzt irgendwie reversed habe und gefunden habe, dass es irgendwie eine Funktion hat, die my own written copy heißt, die aber auch irgendwie eigentlich das gleiche ist wie strcopy und ich möchte nach der checken, kann ich halt mit diesem unteren Call die hinzufügen zu der Liste und die dann auch nochmal auswerten lassen. Und das ist jetzt eigentlich ziemlich unspannend, aber was ganz cool ist, ist, da Binary Ninja schon einige Sachen rausfindet über diese Intermediate Language, unter anderem auch die Parameter von den Funktionen, kann der mir auch noch ein bisschen mehr sagen. Zum Beispiel, ich kann hier über die Function dann die einzelnen Parameter mir geben lassen und ich kann sogar auch sagen, ist das eine Funktion, wo der Zielbuffer von StoreCopy auf dem Stack liegt, wenn ich nach Stack Overflow suche oder liegt der auf dem Heap oder irgendwo anders? Oder geht zum Beispiel die Funktion, ein Argument für StoreCopy, kommt es direkt aus einem Argument von der Funktion oder kommt es irgendwo anders her? Und genau, ansonsten ist einfach hier für alle Dangerous Functions, such mir das Symbol von der Dangerous Function raus, ob das in dem Binary vorhanden ist. Und wenn nicht, dann mach einfach weiter. Und falls ja, dann suche dir alle Cross-References für dieses Symbol. Und gib mir hier die Funktionsparameter zurück und tüte das in die Tabelle rein. Und wie man sieht, das ist jetzt komplett plattformunabhängig. Also das würde jetzt bei ARM funktionieren, das würde bei x86 funktionieren, bei MIPS funktionieren. Ich schreibe das Plugin nur einmal und danach kann ich da überall nachsuchen. Da ist jetzt nichts Architekturspezifisches drin, enthalten. So, und wenn ich das Ganze jetzt
in meinem schon wieder abgestürzten Binary Ninja mache. What the fuck? Dangerous Functions, dann sehe ich jetzt hier, ah, ich kriege so ein schönes Docklet hier, das kann ich auch verschieben. Und ich habe jetzt in dem Fall nur, also kann ich mir das hier runter verschieben, wenn ich irgendwie an der Seite mehr Platz will. Und was ich jetzt hier sehe, ist, es gibt ein Struct-Copy in der Funktion Vulnerable und die Destination von Struct-Copy ist ein Stack-Buffer und die Source ist RDI und die Size kommt auch aus RDI, okay. Genau, also das mal nur so als kleines Beispiel. Dann, genau. Ansonsten, diese Blogposts sind alle sehr empfehlenswert. Es gibt einen Haufen, aber die sind noch relativ, wie soll man es sagen, nicht ganz so speziell, außer das letzte. Das letzte ist ziemlich abgefahren, da finden sie irgendwie Heartbleed mit Static Analysis Only, also da wird nichts ausgeführt, einfach nur mit Binary Ninja Plugins und Z3, das ist ziemlich cool. Sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und genau, das war es jetzt eigentlich von mir. Also ich kann noch mal vielleicht ein paar Plugins zeigen. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Oh, halbe Stunde. Also ich kann, wenn ihr wollt, noch ein paar Plugins zeigen und ansonsten könnt ihr Fragen stellen. Du hättest dich nicht so beeilen müssen. Okay, war überraschend. Fragen? Du hast sie anscheinend geplättet. Vielleicht, oder, also es ist ja tatsächlich auch so ein bisschen als Tutorial gedacht, also wenn ihr jetzt Lust bekommt, da irgendwie das mal zu benutzen oder so, ich tue das irgendwie auf mein GitHub drauf und dann könnt ihr da, wenn ihr irgendwie was haben wollt oder so, schickt mir einfach eine Mail und oder was auch immer. Irgendwie erreicht er mich schon und genau, können wir auch gerne drüber reden. Oder wenn ihr selber coole Plugins habt, schickt die mir. Genau, ansonsten vielen Dank. So, was können wir denn noch zeigen? Willst du noch Dinge zeigen? Ja, ich zeige jetzt einfach mal Dinge, bis alle weg sind. Oder ich keine Lust mehr habe. Also, was können wir denn zeigen? Community Plugins, habe ich einfach nochmal ausgecheckt. Was ist denn nett? Den Benil Graph zum Beispiel, das ist ganz cool. Also was ganz nett ist, wenn man sich mit diesen Intermediate Languages rumschlägt und noch keine Ahnung hat, wie die strukturiert sind, da gibt es dieses Benil Instruction Graph Ding, das hat eine GraphVis Dependency, aber das ist alles dokumentiert. Wenn man da draufklickt, dann kriege ich so einen Graph bei Call, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm, ich nehme erstmal was Einfaches. XOR, ERX, ERX, wie sieht das Ganze hier aus? Und dann kann ich mir hier das schön angucken. Welche Objekte da bei Binary Ninja unter der Haube drinne stecken. Und genau. Also das ist hilfreich, wenn man damit irgendwie rumspielen möchte, aber einfach noch keine Ahnung hat, wie das Ganze denn so zusammenhängt. Syscaller, Annotator vielleicht noch, genau, den Annotator. Nehme ich mal irgendwas anderes auf. Was kann man denn nehmen? Sag dir mal ein Binary, was irgendwas mit der libc macht, egal welches. Okay. So, wir brauchen irgendwas. Also hier sehe ich auch irgendwie in der UI die Cross-References. Und jetzt gucken wir mal, ob der Annotator funktioniert. Annotate Functions, macht da nichts. Welche Function? Also es gibt so ein Programm, Tool, das heißt irgendwie Annotator, das ist ja auch so eins der ersten Sachen, die man irgendwie haben will, wenn man Reversing anfängt, man hat halt irgendwie Funktionen und man möchte irgendwie die Argumente klarer sehen, zum Beispiel hier aus OpenSSL, hier diese komische Padding-Funktion, die kriegt halt diese Argumente und ich möchte irgendwie im Binary Ninja die als Kommentar halt sehen. Also wenn da ein Register steht, was in diese Funktion reinkommt, dann soll da hinten dran stehen, ah, das ist jetzt hier das Unsigned Pointer to Element Argument und so weiter und so weiter. Gibt es halt dieses Annotator Plugin. Das funktioniert eigentlich ganz simpel. Es registriert halt hier das Kommando und danach jetzt
So, Run Plugin. Danach findet es raus, welche Plattform das ist. Das unterstützt scheinbar nur x86. Und dann geht es halt hier über alle Funktionsblöcke, über alle Instructions, guckt, ob das eine Call-Instruction ist. Und wenn es eine Call-Instruction ist, dann guckt es, wo der Call hingeht und ob das ein Symbol ist, was in dieser JSON-Datei irgendwie verwendet wird. Und falls das der Fall ist, dann holt er sich diese ganzen Argumente und läuft irgendwie in der Funktion über alle Stack-Argumente und setzt halt die richtigen Kommentare mit setComment in die UI rein. So, was können wir noch machen? Das gleiche gibt es dann noch für Syscalls. Vielleicht ist das, glaube ich, Syscaller. Ist das Syscaller? Genau, dann linken wir das mal rein. Syscall, ja. Ninja, das muss einmal neu starten. So. Vielleicht mal Netcat öffnen oder so. Das muss doch irgendwie einen Syscall haben. Einen Syscaller anwerfen. Decorate Syscalls. Und jetzt müssen wir nur gucken, ob wir irgendwo was finden, was ein Syscall macht. Also das wäre eigentlich das gleiche wie Annotate Functions, ist dann für Syscalls und dann werden halt die Syscalls annotiert. Kann ich hier irgendwo... Ich hätte mich vielleicht auf die Sachen vorbereiten sollen. Könnte es selber ausprobieren. Glaub mir einfach, dass es funktioniert. Oh Mann, die Demos. So, was gibt's noch? Es gibt Nempa, das ist, falls ihr IDA benutzt, das kann dann so Flirt-Signaturen benutzen, um Funktionen zu identifizieren. Genau, da könnt ihr quasi die Symbole von der IDA einfach rein importieren und dann geht es über die ganzen Funktionen und guckt halt über die Signaturen, ob es die kennt und nennt sie halt dementsprechend um. Und da gibt es auch, glaube ich, nee, ich dachte, ich hätte da mal irgendwie schon Standardsignaturen gesehen für irgendwie so Windows-Sachen. Habe ich mich wohl geirrt oder irgendwo anders die gefunden. Dann gibt es noch ein ganz abgefahrenes Plugin, das ist irgendwie der Ripper. Das ist irgendwie hauptsächlich, kommt das glaube ich von so CTF-Leuten. Da ist die Unicorn Emulation Engine noch mit beteiligt. Da kann man dann in der UI Funktionen markieren und sagen, die möchte ich irgendwie extrahiert haben. Also wenn man zum Beispiel einen Key-Generator-Funktion gefunden hat und das Binary aber riesig groß ist und man ist eigentlich nur an dieser einen Funktion interessiert, dann benutzt dieses Plugin irgendwie dann die Unicorn-Engine, um das durchzuemulieren, um zu gucken, ob es irgendwelche Seiteneffekte gibt, die noch beteiligt sind und extrahiert das alles raus in ein extra Binary, was man dann irgendwie benutzen kann. Also ziemlich abgefahrenes Zeug. Habe ich aber selber noch nie benutzt. Nur gelesen und mir gedacht, hey, das klingt spannend. Dann gibt es irgendwie den Redec Decompiler. Da gab es am Anfang so einen, der wurde ja auch erwähnt, dieser open-gesourced Decompiler. Da gab es irgendwie am Anfang auch mal so ein Online-Plugin, wo man einen Account für brauchte. Das geht jetzt auch offline. Also man kann sich diesen Decompiler runterladen und dann im Binary Ninja sagen, okay, ich möchte jetzt diese Funktion decompilen und dann kriegt man halt das decompilte Ding halt drauf. Ja. Kryptoscan, das kennt man auch von IDA, da wird halt versucht, kryptografische Funktionen zu finden, also irgendwas mit Krypto machen und die zu identifizieren, was das für ein Algorithmus ist. Ja, also da gibt es einen ganzen Haufen Zeug zum Spielen. Bookmarks, also da in der Community-Dinger sind auch viele so Einsteiger-Plugins drin, also das ist auch ganz interessant, wenn man irgendwie damit anfängt. Zum Lesen, Binyatron ist auch ganz cool, da kann man dann einen Link zum WinDebugger oder zum GDB machen und da gibt es noch ein anderes Plugin, dann bohrt es den Binary Ninja auf zum Debugger, also Binary Ninja selber hat keinen integrierten Debugger, so wie IDA, das kann man aber damit dann nachrüsten. Genau, da meine Demos alle nicht funktionieren, würde ich jetzt an der Stelle einfach Schluss machen und euch, wenn ihr irgendwie das anschauen wollt, kriegt ihr das sicher auch hin, ansonsten, wie gesagt, meldet euch bei mir. Gebe ich euch auch First-Level-Support am Anfang. Okay, dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne GPN noch.